Riesenparty auf Schalke. Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga. Bei uns ist der Aufstiegskapitän Danny Latzer. Sie scheinen es fast so, als könnten Sie es noch nicht fassen. Ja. ihr seht ja, was hier los ist. Also, das Spiel war einfach richtig gut von uns von Anfang an. Man weiß selber irgendwie nicht, wie man 2-0 in Rückstand geraten konnte. Wir sind in die Halbzeit gegangen. Wir haben gesagt, wir haben so gut gespielt in der ersten Halbzeit. Wir können 3 Tore schießen. Dass wir natürlich dann direkt nach der Halbzeit den Elfmeter bekommen, hast natürlich sehr gut in die Karten gespielt. Danach waren wir noch mehr im Spiel drin. Wir haben aber einfach ganze Zeit an uns geglaubt. Dann machen wir erst 3-2. Dann hat das Stadion hier gekocht ohne Ende. So eine gute Analyse. Am besten nehmen wir Marios Bilder auch noch mit dazu. Direkt drüber. Den holen wir uns gleich noch ab. Direkt mit dazu. Und wie ist die Party mit den Fans nach diesem sensationellen Wiederaufstieg? Ja, unglaublich. Man kann es gar nicht beschreiben, weil man hat es sich irgendwie vorgestellt, aber es ist unglaublich, ist einfach geil. 10 Tore hat der gemacht, 10 Tore! Es eskaliert hier auch gerade, man muss das ja wirklich einmal kurz... Ich weiß gar nicht, ob man uns versteht, um ehrlich zu sein. Es ist eine unfassbare Stimmung hier gerade. Wie erleben Sie das eigentlich im Moment? Der Beste! Ja, Bütje hat schon ganz gut gesagt, man stellt sich vieles vor. Wir sind hier hingekommen, wir wussten, dass vor dem Stadion abgehen wird, dass im Stadion abgehen wird, dass die Fans einfach von vorne gepushen. Wir wollen es unbedingt, wir wollen es erzwingen und wir haben es erzwungen. Sie haben gerade schon angekündigt, was hier noch abgehen wird. Was haben Sie denn eigentlich geplant? Haben Sie sich darauf eingestellt, was jetzt kommen könnte? Ich meine, die reißen ja bald irgendwie das Stadion ab. Wir haben uns das erträumt, ganz klar. Aber ja, ich kann einfach die Party steigen. Ich glaube, wir machen heute die Nacht zum Tag. Heute ist alles scheißegal, wir gehen heute steil ohne Ende. Genießen Sie, Sie sind zurück in der Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, und jetzt danke. Haben wir Ruben Schröder bei Oliver Müller. Ruben Schröder, es ist vollbracht. Der FC Schalke 04 kehrt nach nur einem Jahr in die Bundesliga zurück, in die erste. Wie fühlt sich das denn an? Also ist gefühlt Schockstarre, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist unfassbar, was heute passiert ist. Ganz großes Kompliment an alle im Verein, die daran geglaubt haben, die Mannschaft unterstützt haben. Es haben alle verdient, einfach dieses Gefühl zu haben. Und von daher sind wir einfach überglücklich. Und genau das 0-2 zum 3-2. Genauso das Spiel, den Verlauf brauchen wir. Ich glaube, ganz ohne Drama geht es nicht. Nach 0-2 Rückstand, das war ja zu spüren, die nervliche Anspannung der Mannschaft. Die drohte ja fast zu überpacen in der Anfangsphase. Auf der anderen Seite haben wir es absolut verdient gewonnen. Die Jungs haben immer daran geglaubt, zur Halbzeit 0-2. Ist einfach nur schön. Ich glaube, für alle steht dieser Aufstieg. Schalke 04 lebt wieder. Wie lange wird denn jetzt gefeiert? Ja, ja, ja. Ist völlig egal. Ja. Alles Gute, ebenfalls. Ja, und hier wird weiter gefeiert. Und ich muss sagen, Mike wird ja auch gerade von allen mitgenommen in die Party. Mike! Richtige Analyse fällt schwer. Aber du kennst das, du bist zweimal aufgestiegen. Das gehört dazu. Was hast du gesagt? Hier eskaliert gerade alles, es ist Wahnsinn. Wir gehen mal ab zu Markus Höhner, der hat den Blick von oben und der sieht hier, was los ist auf dem Platz. Das ist gigantisch. Tja, das ist ein Stück Fußballgeschichte an diesem Aufstieg von Schalke 04. Den Wiederaufstieg wird man sich ewig erinnern. Simon Terodde, der dann Tränen überströmt zu Boden ging, der so einen wichtigen Anteil an diesem Aufstieg hat. Und Ruben Schröder haben wir eben gesehen. Er ist irgendwie der Schalker Aufstiegsbauer. Überlegen Sie, beim letzten Sommer, da war hier alles am Boden. Dann gingen 30 Spieler weg, 15 neue hat er geholt. Tolle Griffe, die wir eben besprochen haben. Und sie haben das hier fantastisch hinbekommen. Und jetzt ist dieser Club zurück mit der eben schon angesprochenen, ja, dieser Strahlkraft, dieser Tradition mit übrigens
160.000 Mitgliedern, ungefähr 160.000 Mitglieder hat dieser Verein. Und der gehört, das wissen wir alle, in die erste Fußball-Bundesliga. Und das war keine Selbstverständlichkeit, dass sie es hingekriegt haben. Dann nochmal den Impuls gesetzt haben, mit Büskens damit alles richtig gemacht haben. 6 Punkte Rückstand auf Platz 3, als sie den Trainerwechsel vornahmen. Und jetzt sind sie die Ersten, die im Ziel sind. Schalke ist zurück in der Fußball-Bundesliga. Und dass sie das schaffen würden, das war, wir haben oft drüber diskutiert, vor einigen Monaten so nicht absehbar. Und jetzt haben sie es geschafft und jedes Selfie dieser Welt soll es hier heute Abend festhalten. Ich habe ein Bild mit Simon. Ich will ein Kind von Simon. Das ist Schalke an diesem Abend. Und jetzt haben wir einen Ur-Schalker, einen echten Schalker mit... wir switchen nochmal um. Das muss erlaubt sein hier, denn wir haben jetzt Dennis Smarsch bei Ruth Hofmann. So ist es. Der Keeper des FC St. Pauli ist bei mir, Dennis Smarsch. Sie erleben hier gerade diese Wahnsinnsstimmung, die sich natürlich für den FC Schalke richtet. Wie ist Ihr Empfinden jetzt im Moment? Man will ja nicht bei der Aufstiegsparty dabei sein und Sie haben auch noch so tapfer gekämpft heute. Ja, ich glaube, es ist schwer, Wort zu fassen, wie gesagt. Wir haben eine erste geile Halbzeit abgeliefert, haben eine gute Performance abgegeben und die zweite Halbzeit fängt halt beschissen für uns an mit Elfmeter und ab dahin lief es dann nicht mehr besonders gut und die roten Karten natürlich am Schluss, die waren nicht gerade fördernd. Aber es war tatsächlich erstaunlich. Sie haben aus dieser Situation, die ja wirklich vor dem Spiel schwierig war, mit den Corona-Ausbrüchen, mit der Tatsache, dass man aus den Aufstiegsrängen rausgerutscht ist, dann so ein Aufbäumen gezeigt, dass Sie ja den FC St. Pauli, dass Sie dann die Schalke natürlich erstmal in Bedrängnis gebracht haben. Wie kam das? War das so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität am Anfang? Auf jeden Fall. Wir sind eine geile Truppe. Es hat, wie gesagt, einen Grund, warum wir da oben mitgemischt haben, bis jetzt immer noch da oben stehen und wie gesagt, wir haben eine geile Saison gespielt, wir haben noch ein Spiel vor uns und ich glaube, die erste Halbzeit repräsentiert einfach das, was wir das ganze Jahr erarbeitet haben, dass wir, egal wie beschissen die Situation läuft, dass wir nicht aufgeben. Ich glaube, das symbolisiert und charakterisiert einfach FC St. Pauli. Sie haben diese Wahnsinnssaison gespielt, Sie sind Herbstmeister geworden, dann kam das Abrutschen, jetzt zwar noch mal ein Aufbäumen, aber wie nimmt man am Ende diese Situation? Der Aufstieg wird es wohl nicht mehr. Nochmal bitte schön. Der Aufstieg ist damit nicht mehr möglich. Wie nimmt man jetzt die Situation von St. Pauli? Ich glaube, erstmal von fortan, keiner hat damit überhaupt gerechnet, dass wir so weit oben stehen, so lange, so eine lange Zeit. Wir sind in die Saison reingegangen, haben gesagt, wir wollen aufsteigen. Wir haben gesagt, wir möchten geilen Fußball spielen und uns entwickeln. Und das haben wir getan. Dass wir am Ende so weit oben stehen, ist was Geiles. Das nimmt man mit für jedes nächste Spiel, für alles, was noch kommt. Und wie gesagt, jetzt gerade ist ein beschissenes Gefühl, da ist nicht viel zu sagen. Es war trotzdem ein richtig starkes Spiel. Dafür Kompliment, aber natürlich ist die Enttäuschung groß nach dem Ergebnis. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Kommen Sie gut nach Hause und jetzt hören wir weitere Stimmen noch bei Oliver Müller. Nur ein Satz, wie geil ist das? Jubel! Das war das Interview mit Kerim Çalhanoğlu. Mit wem? So, weiter geht's hier. Wir haben Mike auch wieder eingesammelt. Es ist ja gar nicht so leicht, hier den Überblick zu behalten. Es ist immer noch eine Riesenparty. Die Fans nehmen hier Rasenstücke mit, haben teilweise schon keine Stimme mehr. Wie erlebst du das Ganze hier, den Wahnsinn? Ja, einfach... Ich kann es nicht glauben. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin einfach glücklich. Ich liebe meine Mutter. Ich liebe meine Familie. Ich liebe meine Freunde. Ich liebe Schalke. Ich liebe einfach alles. Dankeschön. So, jetzt auch einmal ganz kurz. Ne? Die Neutralität mal ganz kurz beiseite. Mein Vater ist Schalke-Fan. Und Fanny... Jetzt kannst du auch nochmal allen in Langstein sagen, herzlichen Glückwunsch an die Schalker. Das ist aber herrlich. Da gehen die Glückwünsche auch noch raus. Und jetzt hat Olli Müller einen Schalker Urgesteiner Mikrofon. Müllerin, herzlichen Glückwunsch. Alte Schalker Urgestein, obwohl noch so jung. Wie geil ist das denn hier? Also, ist wirklich sehr schwer in Wort zu fassen. Ist sehr schön, mit den Fans zu feiern. Man merkt, dass wir eine Familie sind. Ja! Wir freuen uns alle sehr, dass wir wieder in der ersten Liga sind. Das haben die von uns erwartet und wir haben das gegeben, was sie von uns erwartet haben. Ja! 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 Ja!
0-2 hinten gegen den FC St. Pauli. Ja, wir haben in der Kabine gesagt, dass wir das drehen und wir haben das gedreht. Ganz einfach. Alles klar, feier schön. Ganz einfach. Liebe, Liebe. So, also hier sind tatsächlich alle noch bei Stimme. Mike, lass uns mal versuchen, ein bisschen dieses Spiel noch mal zu analysieren. Der Spielverlauf, sie lagen 0-2 zurück, sind damit in die Halbzeitpause gegangen und kamen dann raus mit diesem Elfmeter, haben es gedreht, drei Tore geholt. Das ist die Malocha-Mentalität? Ja, Wahnsinn. Also ich meine, St. Pauli jetzt in der ersten Halbzeit war sie eiskalt und in der zweiten Halbzeit hatten sie einfach dann auch zu wenig gemacht und Schalke ist immer wieder gekommen, Schalke ist immer wieder angelaufen und dann haben sie einfach die Chance genutzt und dieser Elfer hat die natürlich in die Karten gespielt, aber muss man wirklich sagen, diese Malocha-Mentalität absolut auf den Platz gebracht und völlig zu Recht aufgestiegen, würde man sagen. Ne? Alles Mögliche von oben auch noch. Wir gucken mal noch kurz auf die Tabelle. Können alle mitgucken am besten. Und sehen, es ist amtlich. Der FC Schalke 04 ist uneinholbar und damit sicher aufgestiegen. Nach einem Jahr Zweitliga-Zugehörigkeit ist der Wiederaufstieg gelungen. Aber diese unfassbar enge Liga, die hat uns schon den Atem gehalten. Ja, Wahnsinn. Und das ist ja noch nicht Schluss. Ich meine, jetzt wird es ja noch mal richtig spannend, was die Bremer morgen in Aue machen. Ich glaube, Aue wird das auch nicht kampflos hergeben. Und dann wird am letzten Spieltag nochmal richtig, richtig spannend. Und dann werden wir genau diese Szenen nochmal zumindest in einem Stadion erleben. Und eventuell dann eine Woche später dann auch in dem zweiten Stadion. Und liebe Zuschauer, einfach unbeschreiblich. Die Nacht wird noch lang. Und wir werden natürlich weiter auf Stimmenfang gehen. Sie können sich vorstellen, dass das hier noch ein bisschen länger dauert. Also bleiben Sie bei uns. Wir machen eine kurze Pause. Sie können was gewinnen. 3 Jahre Gehaltsbonus machen Sie mit. Und dann geht's hier weiter. Mit der Aufstiegsparty auf Schalke.